Hallöchen meine Freunde, mein Name ist Tomageddon und willkommen zurück zu dem Hashtag Creepy Saturday. In der heutigen Folge spielen wir Train, da oben soll Train stehen, das weiß ich, weil ich mir das Spiel Train runtergeladen habe. Ist ein russisches Indie-Horror-Game, wie wir gerade sehen, und ich bin gespannt, wie das wird. Das wurde mir von euch vorgeschlagen, ich weiß zwar jetzt nicht ganz genau von wem, aber wir nehmen Englisch. Nice, das ist auf jeden Fall schon mal besser. Quality lassen wir Medium, FPS-Limit brauchen wir nicht und ich würde sagen, los geht's. Okay. Wir sind hier in einem Zug aufgestanden und... Können wir uns bewegen? Achso, ich dachte im ersten Moment, das wäre ein Penis. Ja, man kennt ja Jugendliche, aber warum sind wir mitten im Zug aufgestanden? Waren wir bewusstlos? Und wenn wir bewusstlos waren, warum? Können wir das Ding... Okay, das sollte ich lieber nicht machen. Wäre eine dumme Idee, im fahrenden Zug hier... Ah, okay, mit E funktioniert der Spaß hier. Ist hier was? Tatsächlich, ein Zettel, eine Zeitung. Selbst schließende Türen. Interessant. Im Übrigen wird das Game wahrscheinlich zwei Parts gehen. Ist ein längeres Indie-Horror-Game. Habe ich zumindest so gesehen. Schon wieder eine Zeitung, aber die können wir nicht aufheben. Ne, können wir nicht aufheben. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Flaschen auf den Boden. Überall Graffiti. Immer diese Jugendlichen, ne? Kann man sich... Das ist ein Kind, ne? Wir lassen den Spaß in einem... Oh, gerade juckt's mich. Okay. Okay. Oh, meine größte Angst momentan ist, dass hier irgendeiner aus den Bänken herangesprungen kommt. Das wäre eine sehr geniale Idee für ein Horrorgame. Geschäftsidee. Those are blocked by chain. I can break it. I find... Okay. Ich kann es brechen. Ich muss irgendwas finden. Oh, ich sehe gerade nichts. Das ist echt schlimm. Ist hier irgendwo was? Wir brauchen irgendwas zum Brechen. Eine Stange oder sowas in der Art wäre wohl am sinnvollsten. Und eine Flasche? Können wir eine Flasche nehmen? Nein, okay. Schade, Marmelade. War aber ein Versuch wert. Irgendwas müssen wir zum Brechen finden. Wie wir gerade gehört haben. Was ist das? Keine Ahnung. Das Kind ist noch da. Okay. Richten wir meine Frisur und gehen weiter. Ist das eine Stange? Nein. Können wir nicht rausreißen. Wäre aber schön, wenn man das rausreißen könnte. Können wir die betätigen? Nein. Okay. Da kommt keine Musik raus. Wir gehen einfach mal zurück. Vielleicht ist hier irgendwo... Das Spiel ist bis jetzt extrem komisch. Was ist das denn? Ah. Okay. Ich mache meine Kopfhörer ein bisschen leiser. Sonst bekomme ich hier noch Tinnitus, weil das extrem laut ist momentan. Aber natürlich werde ich es im Schnittprogramm richten, sodass es nicht so laut sein sollte. Okay. Ah. Erstes Rätsel, gecheckt. Koffer. Der komische Schalter. Alter. Ist das Qualm? Wow. Warum ist es auf einmal hell draußen? Hier liegen... Warum erinnert mich das ganz stark an Saw? Weil diese Jigsaw-Puppe auch auf so einem Mini-Fahrrad gefahren ist, okay? Kinder lachen. Puppe? Ach, das sind noch diese russischen Puppen, wo man die öffnen kann und dann sind da noch mehr drin, also solche Holzdinger. Meine ich mich zu erinnern. Eine kleine Puppe. Oh. Hä? Wir sind in einem Kinderzimmer. Ist das ein Flashback? Wir sind klein, wahrscheinlich sind wir ein Kind. Können wir nicht aufmachen? Können wir rennen? Wir können nicht rennen, okay. Das heißt, dass wir nur Jumpscares ins Gesicht gedonnert bekommen. Ah, Mamutschka, das heißt Mama. Ich kann ja Russisch, ne? Okay, nichts. Hier ist wieder ein Kreuz. Child Seppi.
is a part of a view surprises. Ice cream in the hot summer day, a present under Christmas tree in a new year. But nothing of this can subside to Mothers and Fathers love. Alter, sehen die gruselig aus auf dem Bild. Alter Vater. Okay. Kleiner Dumbo, kannst du mir bitte den... Achso, Klaus Rimp. Ah, okay. Warum können wir die Augen zumachen? Das ist kein gutes Zeichen. Das heißt eventuell... Interessant, wir erfahren hier eine Geschichte, denke ich mal. Vielleicht sind wir... Ein Kind würde ich jetzt eher bezweifeln. Was? Böses Pferd. Böses Pferd. What the was? What the was? What the was? Ach, da ist ein Kind! Hallo? Kindchen, wollen wir fangen spielen? Oder eher verstecken? Schrei mich nicht an! Ich hab dir nichts getan! Ich will dir helfen! Lass mir dir helfen! Lass mich dir helfen! Zusammen können wir dein Problem lösen. Wenn du ein Problem hast. Oh! Hast du das gemalt? Das ist echt schön, weißt du das? Das bist du, ne? Und dein Ball. Was? Das bist nicht du, das ist ein Junge. Oh, tut mir leid, das meine ich natürlich nicht so. Nicht weinen, nicht weinen. Bevor deine Mama kommt und mich schlägt. Bitte. Ah! Meine Ohren. Okay, wir müssen die weglocken anscheinend. Sonst kommen wir nicht weiter. Das ist ein Kind. Können wir das Kind eventuell nehmen? Nee, ist ja nur eine Malerei. Können wir ihr eventuell eine Puppe geben, um sie irgendwie zu beruhigen? Das würde ich in so einer Situation machen. Ja, eigentlich würde ich wahrscheinlich aus dem Fenster springen, wenn ich jetzt so ein Zug wäre. Also ich würde mich da nicht nähern. Okay, eventuell das Schaukelpferd? Nein. Damit können wir nicht irgendwas. Können wir nichts machen. Vielleicht ein Feuerlöscher? Nee, das ist eine dumme Idee. Damit machen wir die nur aggressiver. Hier. Auch nicht. Ach, das ist komisch. Das ist extrem komisch. Wir müssen der irgendwas geben. Shish. Können nicht an ihr vorbei, weil sie breiter als der Türsteher ist. Nein, wir müssen da lang, wir müssen da lang. Aber die Frage ist natürlich, wie bekommen wir das Kind weg? Eventuell wie Jigsaw mit dem Fahrrad dort langfahren und sagen, ich möchte ein Spiel spielen. Vielleicht verschwindet sie dann und spielt mit uns ein Spiel. Was ich ehrlich gesagt nicht mache. Ich habe eine Idee. Ich habe eine dezente Idee. Hallo, wir machen jetzt beide unsere Augen zu. Und auf drei sind wir weg. Ah, wie machen wir das denn jetzt? Wie bekommt man ein kleines Kind weg? Einfach bewerfen. Nein. Den Kopf abpacken. Ja, es ist ein Geist. Kindchen. Aber wie bekommen wir die denn weg? Ich verstehe es nicht. Ich habe null Ahnung. Können wir Pause machen? Ja, ich würde sagen, ich überspringe das mal. Na, sieh mal einer an, was wir nehmen können. Nice. Ich musste im Übrigen das Spiel gerade neu starten. Da ich aus Versehen auf Restart gedrückt habe. Das war extrem dumm. Deswegen müsste... Ja, die sitzt da sogar. Ich hoffe, der Ball gefällt dir einigermaßen gut. Hallo? What the? What the? Hier, willst du meinen Ball haben? Wollen wir Ball spielen? Draußen? Nicht hier drin.
Draußen, draußen, das wäre. Pornos und Schnicke. Wenn wir das machen würden. Ja, bitte. Chantal, heul leise. Du musst mir keinen Tinnitus geben, nur weil ich dich an. Bin ich gestorben? Oh, nicht schon wieder! Oh, was ist das denn für ein Game? Es dauert viel zu lange und es ist blöde. Nee, ist nicht blöde, aber trotzdem, es ist nervig. Es ist nervig. Hä, wo ist denn der Ball jetzt hin? Hä? Lel, hier lag doch vorhin ein. Wenn der Ball nicht mehr hier ist, wo ist der Ball dann? Illuminati? Aber kann es sein, dass der Ball jetzt da vorne liegt? Kannst du mal aufhören zu heulen? Danke. Ja, das Spiel wird auf jeden Fall in zwei Parts unterteilt. Und das Spiel ist auf jeden Fall. Ah, okay, die steht da jetzt. Breiter als der Türsteher, like. Hey. Hi, 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 hi. Hier. Ach, Mist. Nimm den Ball. Nimm. Ich lass dich auch in Ruhe. Ja. Und jetzt mich nicht bewerfen wie in Völkerball. Sie ist zufrieden mit dem Ball. Sehr gut. Ach, ich wusste es doch. Ich bin der geborene Vater. Weiter geht's. Wo sind wir jetzt hier, wenn ich fragen darf? Should you stay away from them? Ich sollte weiter weg von ihnen stehen, stand da. Aber die Frage ist, wie lange? Sonst sterbe ich wahrscheinlich wieder. Interessant. Ja, wie lange soll ich noch von denen wegstehen? Ich laufe einfach durch. Ich habe Angst, Mama. Hashtag no risk, no fun. Better lock the doors with something from the in. Ich kann mich nicht bewegen. Oh, hey Geister. Hi. Oh, Junge, die wollen mir doch Tinnitus geben. Was ist das denn für ein Game? Sag mal, bestimmt stand in den Warnungen drin, Vorsicht, Tinnitusgefahr. Ja, womit denn? Ich sehe nichts. Oh, da. Mit einer Gitarre? Oh yeah. Da ist eine Tür, gehen wir einfach durch. YOLO. Na, Mist. Ich muss die Tür immer noch abschließen. Aber womit denn, verstehe ich nicht so ganz. Das Spiel ist meiner Meinung nach so ein bisschen komisch strukturiert, weil man kaum was sieht, keine Taschenlampe hat und ein Tag hier ein paar Minuten dauert. Ja, womit soll ich das denn abschließen? Ich verstehe das nicht so ganz. Ah, Gott, denk nach, Thaddeus. Wenn ich in so einer Situation wäre, ich würde die Tür einfach zumachen. So einfach wäre der Spaß. Da ist wieder ein Zettel. Den können wir uns wahrscheinlich erst durchlesen, nachdem die Tür verschlossen wurde. Kann man nicht aufmachen. Das ist ein Bild von irgendeiner Sängerin, denke ich mal. Das ist eine Sängerin. Sieht auf jeden Fall so aus, wegen der Gitarre. Ist hier was? Ein Stuhl. Noch ein Stuhl. Eine Schublade. Eine Gitarre. Ein Bild von einem. Keine Ahnung wem. Glas. Boden. Stuhl. Sitze. Fenster. Ja, hier. Better lock the doors with something from the inside. We are on the inside and we must lock the doors. Verdammt. God damn. But how? Diese verdammten Kinder. Womit denn? Wie? How? Oh, ich mag solche Spiele nicht, die total blöde sind. Total blöde sind. Denk nach, Thaddeus. Ich gehe auf gar keinen Fall mehr in diesen Raum da. Da werden wir doch sterben, oder? Ja, 100% werden wir sterben. Da, die laufen immer noch rum, die kleinen Gören. Können wir... Warum ist es nicht... wieso kann jedes Spiel nicht so wie Amnesia sein?
Ich sehe nichts. Das ist ja das Problem. Wenn ich was sehen will, dann könnte ich natürlich auf den Boden schauen, um irgendwas zu suchen, aber don't know. So, mach zu, mach zu. Vielleicht können wir auch irgendwas verschieben. Vielleicht können wir einen Schrank schieben. Nein. 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 Oh, komm schon, das kann doch gar nicht. Warum ist hier eine normale Tür? Warum ist hier ein Schrank? Warum sind hier so viele Flaschen Bier? Warum ist hier eine Tasche? Warum ist hier ein Stuhl? Was ist das denn hier? Ich will nicht die Gitarre spielen, Mann. Gruselig. Nee, ich habe gerade null Ahnung und ich habe ehrlich gesagt auch null Bock auf sowas, wo es total unschlüssig ist, was man im... Ah, das kann nicht so schwer sein. Aha, sieh mal einer an. Kannst du bitte den Schlüssel nehmen? Hallo, nimm. Ah, können wir jetzt da durch? Können wir durch? Hallo? Ah, shish. Shish, 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 shish. Endlich habe ich den Weg gefunden und ich musste noch nicht mal die Tür abschließen. Die Tür ist abgeschlossen. Es öffnen sich immer wieder neue Türen, oder? Dann müsste sich theoretisch gesehen die Tür geöffnet haben. Nein. Ich verstehe kein Russisch. Ich habe das Gefühl, da drin wird jemand geschlagen. Ah, sowas tut mir immer leid. Kann ich rein? Ich würde gern helfen. Thaddäus Tennisball. Was? Oh, okay. Wir gehen einfach. Das ist natürlich auch eine gute Strategie, die man mal machen kann. Und jedes Mal kommen wir hier ein bisschen... Wir erfahren, wie wir hier... Safe? Oh, hier sind Menschen drinne. Yo, Leute, umarmen mich. Friede, Freude, Eierkuchen. Hi. Nein? Okay, du stehst. Okay. Hey. Kommt das jetzt von draußen? Na, Leute. Ich will nicht mehr. Hey, Leute, was geht? Mein Name ist Thomas. Ich will einfach nur weg hier und. Ja. Don't look at them. Don't look at them. Don't look at them. Don't look at them. Mann. Oh, ich hab Ohrenschmerzen von dem Game. Mann, die Puppen sind kacke. Die fliegenden Puppenköpfe. Was ist das denn? Im Game. Okay, die Puppenköpfe kommen, glaube ich, gleich wieder. Schätzungsweise. Okay, ich würde sagen, das war's jetzt mit Train, weil ich erstens Tinnitus von diesem Game bekomme, weil, boah, ist das laut. Und zweitens, meiner Meinung nach ist das Game so ein bisschen komisch, denn, ja, das ist so eine komische Mechanik. Also ihr könnt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben, aber mir persönlich hat das Game nicht so gefallen. Aber danke dir, wer auch immer mir das Game gegeben hat. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wer es war, aber melde dich ruhig in den Kommentaren, dann wissen wir es alle. Und ich sehe dich beim nächsten Hashtag Creepy Saturday. Bye, bye.